Jawohl, ja, der Markt zeigt sich einigermaßen stark, zumindest mal in den letzten Minuten, nachdem es heute mehr oder weniger doch nur zur Seite gegangen war. Jetzt zumindest mal kommt der Schub nach oben beim DAX und natürlich, klar, wie soll es anders sein, beim amerikanischen Markt hier der Dow Jones als eine Möglichkeit, wohin der Markt jetzt eben geht. Wir sind allerdings auch inzwischen schon ein gutes Stück gelaufen. Wenn wir mal hier im Stundenchart ein bisschen mitmalen, sieht das so ein bisschen irgendwie so aus und jetzt so. Das ist so ein klassisches Bild, wenn so eine Bewegung war. Er bräuchte mal ein Päuschen. Das kann ab sofort passieren, kann aber noch ein bisschen steigen. Diese letzte Welle, diese fünfte, die sogenannte, die kann auch, wie wir sagen, extendiert sein, das heißt möglichst lang. Das heißt, vorsichtig. Man kann natürlich jetzt sagen, ah, ich würde da jetzt gerne einsteigen, jetzt läuft der Markt, aber idealerweise kommt er erst nochmal zurück. So letzte Zwischenniveaus sind ein Klassiker beispielsweise. Oder man zeichnet mal hier so ein Fibonacci mit dran. Ich kann das mal simulieren. Wir wissen noch nicht, wo das hoch ist, aber dass man dann eben sieht, so 50 bis 61,8 wäre jetzt sogar einigermaßen passend mit dieser Zone. Das wäre eine klassische Rücksetzerbewegung, um dann eben nochmal auch diese Richtung zu fahren. Also sprich, wenn er möglichst wackelig da reinkommt, kann auch eine ABC alleine sein, das muss jetzt nicht so aussehen. Aber dann hätten wir eigentlich eine ganz gute Idee, dass der Kurs in die Richtung eben läuft und sich dann nochmal fortsetzt und damit auch das nächste Top dann hier nochmal rausnimmt. Wer weiß, wie weit es dann nochmal geht. Wer jetzt sogar auf kleinerer Ebene nochmal mit reinkommen will, der hat vielleicht sogar die Chance dazu, sollte dann aber tatsächlich abwarten, dass der aktuelle Markt, 5-Minuten-Chart, 15 Minuten, wer will auf Minute, das muss man dann überlegen, ob man es umsetzen kann und will, aber dass dieser Markt eben dann zumindest im kleinen Bereich mal einen Rücksetzer macht, den man dann entsprechend mitnehmen muss, mitnehmen kann, wenn der Kurs dann eben ein bisschen, ich sag mal, eher seitlich wackelt. Ich kann mal hier gucken, ich mache mal das Extrem, einfach als Augenschulung. Es geht gar nicht darum, dass man jede dieser Situation nutzen kann. Ich weiß nicht, wie es euch oder Ihnen geht. Ich treffe häufig dann mal, dass eine Situation dann nicht mehr umgesetzt werden kann, weil es einfach zu schnell dann war. Aber wo wir sagen können, die eine Richtung ist stark, die andere ist schwach und dann mögliche Trigger könnten dann so aussehen. Ich muss dazu sagen, weil häufig heißt es dann, ja, aber das klappt doch nicht immer. Ja, um Himmels Willen, das klappt ganz oft nicht. Aber wenn man nur als Beispiel sowas hier hat und den Stop hier hinsetzt, quasi hier drunter sogar ein bisschen höher, wer das ein bisschen häufiger schon mitverfolgt hat, weiß, wir setzen ihn ja auf die 78er Marke. Also hier gerne weiter die Videos gucken oder aber gerne auch bei Trade2Go mitgucken, sich anmelden, kostet nichts. Da erwähne ich das dann auch häufiger dann nochmal, warum wir was wie machen. Der kann sich schon ausmalen, dass der Stop relativ eng ist, aber die Zielweite im Verhältnis dazu, egal ob man hier dann Gewinne mitnimmt, ausgestoppt wird oder sogar jetzt noch drin ist, je nachdem wie die Ausrichtung da ist, dass das aufgrund dieser Chance-Risikorelation ja schon mal mindestens interessant ist. Selbst wenn einzelne Trade davon nicht funktionieren. Bitte, bitte niemals alles auf eine Karte setzen. Auch dieser, wie ich finde, wunderschöne Handelsansatz ist nicht insofern unfehlbar, dass jeder Trade deshalb positiv sein muss. Nein, aber es sind so viele positiv und die Chance-Risikorelation, das ist eine tolle Kombination. Also in diesem Sinne hoffe ich, dass das ein bisschen Anregung gegeben hat. Sowas in dieser Art, ob das auf Minute ist, ob das im 5-Minuten-Chart 15 oder sogar auf Stunde nachher kommt, wie ich es eben gezeichnet hatte, bietet die Möglichkeit, in Trendrichtung sich nochmal fortzusetzen. Aber Vorsicht, nicht zu lange vertrauen. Wir sind in einer typischen Wendezone und die beiden Pfeile deuten es an. Beides ist noch möglich. Es wäre nicht sinnvoll, jetzt davon auszugehen, nein, es muss klar der sein oder nein, es muss klar der sein. Das wird im Bälde entschieden, aber bis dahin können wir noch ein paar kleine Trades mitnehmen. In diesem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Mal.